Willkommen am Rhein. Das ist mal was ganz anderes jetzt hier, denn ich ziehe los und erkunde mal aus Neugier bestimmte Abschnitte und neue Strecken am Rhein und nehme dich einfach mal mit. Ich habe hier erstmal einen Junior-Kauli montiert und bin hier unterwegs und suche mir Strecken aus und zeige dir, wie ich da vorgehe, was ich hier mache, wie ich jetzt die Entscheidung treffe, warum ich jetzt gerade hier angeln will und hoffe, dass ich einen Zander gezielt fangen kann. Größe erstmal egal. Und das mache ich öfter. Mal immer neue Strecken abfischen. Und diesmal habe ich mir den Rhein ausgesucht, weil ich einfach erstens neugierig bin, zweitens immer wieder was Neues erleben will und drittens, weil man da natürlich sehr viel dazulernt, aber auch seine Muster bestätigt, wie man jetzt Zanderstellen findet zum Beispiel. Ne? Und deswegen bleib ruhig dabei. Ein Kollege ist auch noch dabei, der vielleicht, wenn ich Glück habe, ab und zu mal die Kamera mal nimmt. Aber es soll eigentlich so ein Exkurs sein, wie ich jetzt hier vorgehe. Und das hier im Hintergrund sieht schon mal gar nicht so schlecht aus. Wirbelt schön. Ist eine scharfe Stromkante da. Wir haben sehr krasses Niedrigwasser. Deswegen habe ich mir auf der Karte ein paar Stellen ausgesucht, die ich schon mal so ein bisschen interessant finde. Und wie die vor Ort aussehen, das in den nächsten Minuten. Und ob ich da überhaupt was kriege. Bevor ich den Platz hier anfische, gucke ich mir erstmal die Strömungsverhältnisse an. Also die Strömung kommt hier runter. Hier ist jetzt die Strömungskante, also die Teilung zwischen aktivem und passivem Wasser. Und hier draußen läuft sie breit, bildet den Rückstrom, der hier vorbeizieht, hier vorne wieder auf die Stromkante drauf trifft. Hier habe ich dann verschiedene Ansätze, wo ich versuche, den Köder dann auf den Grund zu bringen. Ne, verschiedene Bahnen, fische mich da jetzt rein, aber das sieht schon mal gar nicht schlecht aus hier, der Platz. Was ich hier sehe auf dem Prallwasser, ist erstmal, dass es flach ist. Ne, also hier geht es jetzt sehr flach rein, hier unten. Und es ist recht klar, das Wasser. Das kennt man ja vom Rhein, wenn man viel am Rhein angelt, dass das klare Wasser tatsächlich normal ist und auch am Tage dafür sorgt, dass die Zander eine bestimmte Wohlfühltiefe sich suchen. Und die denke ich mal eher, dass ich die dann hier auf den tieferen Gleithängen finde. Der soll es richten, das Dekor Violettglitter, passend zu diesem hellmilchig trüben Wasser. Bisschen der Wasserfarbe angepasst. Entweder passe ich mich an oder ich nehme einen dunklen Kontrast. Also einen dunklen Köder, der hier auch dazu passt, wie sowas hier. Ja, oder hier Nachtschatten oder Rauchzitter. Etwas, was da entweder einen Kontrast bringt oder was angepasst ist. So, und dann gucken wir mal. Ja, genau für so ein Wasser ist das gut. Ach, wie niedlich! Lange Leine lassen. Dann ist er drin. Das hat schon mal geklappt. Oh. Spritzig. Kleinzander. Kraft. Ja, gerade so, dass man kriegt, ne? Schöne milchige Farbe, so wie das Wasser. Erstmal hier hingelatscht, alles abgestellt. Und hier geht es ganz schön steil runter mit der Schüttung. Aber hier draußen ist ein interessanter Bereich, wo es in der Mitte so ein bisschen dreht. Das muss nicht tief sein unbedingt. Hauptsache es wabert ein bisschen. Und wenn ich das jetzt hier mir anschaue, ja, da wo der Strömung hier so rüberschiebt, ne, sieht man das schön. Wenn ich da jetzt hinkomme und schön weit werfe, auch immer ein Platz, wo was gehen könnte. Und wieder einen erwischt. Hat sich den auch reingezogen, den Violett Junior. Und das hier draußen auf Distanz in diesen Wirbeln. Wie lange bleibe ich an einer Buhne? Meistens so 20 Minuten, eine halbe Stunde, um das kennenzulernen. Und auch wenn die gut ist, gehe ich weiter, weil ich ja noch mehr kennenlernen will von dem Abschnitt. Wenn ich dann eine sehr gute Stelle entdeckt habe, dann gehe ich die vielleicht bei irgendeinem Trip später mal dann intensiv an und fahre dann nur mit dem Ziel, dort zu fischen, dann auch hin. Aber um solche Stellen zu finden, muss ich sie suchen und mit meinem eigenen Auge scannen. Viele, gerade an den großen Flüssen, halten sich gern an Spots, die irgendwie bekannt sind schon und gehen dann dahin und immer wieder auf dieselben Ecken.
und fahren auf dem Weg dahin an potenziellen Stellen vorbei, die saugut sind, die sie aber nicht kennen. Und deswegen ist immer der, der sucht, der fischt, der sich durchangelt, der neugierig ist, bereit ist, Neues zu machen, auch immer am Fisch und auch vorn dran, weil er dann Plätze erarbeitet und kennt und dann in seinem Petto hat, wo die Fische erstens weniger Angeldruck haben und vielleicht überhaupt auch da sind. Ja? Und das ist das Geile, deswegen mache ich das. Der Budenkopf hat ganz schön Dampf hier. Also die Stromkante kommt hier runter, also die Hauptströmung. Hier gurgelt's draußen auf Distanz und hier kommt der Rückstrom rüber geschoben. Das heißt also sehr anspruchsvoll zu fischen, wie man die Strömung anschneidet, um den Köder davon reinzukriegen. Ne? Aber wenn ich ihn reinkriege davon in dem Bereich und Grundkontakt halten kann, dann denke ich mal, dass hier ein Zander drin steht. Das ist auf jeden Fall eine schöne Stelle. Und das Prallwasser hier drüben auf der Seite sieht auch interessant aus. Ne? Hier schiebt sich es auch so schön auf. Kurz davor. Schöner Zander. Das macht schon Laune, ne? Wenn es denn so klappt. Ne? Durchgefischt ein bisschen. Länger hängen geblieben, weil die Strömung geil läuft und dann ist auch einer da wieder. Gerade abgerissen. Das passiert auch, weil ich mit dem Rückstrom den Köder ja vorne an die steile Schüttung ranbringe. Das ist jetzt hier der Trick in der Buhne, wie ich an die Zander komme. Aber die ist noch gefräßig, ne? Wenn die Rückströmung den nach unten reindrückt und ich komme nicht schnell genug weg, dann ist er weg, der Köder. Oder hängt zumindest so fest, dass er abreißen kann. Ist mir jetzt passiert, ist der erste, den ich jetzt verliere. Das geht. Das ist eigentlich noch okay. Jetzt muss ich nur das Vorfach neu knobeln. Und dann geht's weiter. Das gehört aber dazu, wenn du die Buhnen kennenlernen willst. Jede ist unterschiedlich, ein bisschen. Dann, jede fischt sich auch anders. Und am Anfang, bevor man dann die Würfe raus hat, die man machen muss, sammelt man einen oder anderen weg. Es gehört aber dazu, das ist das sogenannte Lehrgeld, mit dem man die Strecke dann kennenlernt und das bei dem nächsten Mal, falls man die nochmal ansteuern sollte, das dann weiß, wie diese Bude tickt. Das ist sportlich, das Buhnhobbing. Ist man gut zu Fuß unterwegs und reißt ordentlich Meter weg. Ich habe mich jetzt länger aufgehalten an der Buhne. Die war echt gut, vor allen Dingen hinten drin, auf Distanz der Wirbel. Leider noch einen guten Fisch verloren. Aber das sind ja immer die besten Fische, die verliert man ja immer. Ne? Also, da war wahrscheinlich auch so wie der eine dicke Barsch. Die war richtig produktiv, die Buhne, die merke ich mir. Und die werde ich mal befischen, wenn zum Beispiel die Bedingungen so sind, dass kein Wind ist und ich auf voller Distanz mit der Seitströmung besseren Kontakt halten kann. Dann kann ich die richtig schön ausfischen und auch länger Zeit dort verbringen. Ich wechsle nochmal die Uferseite, mache Pause und guck mal auf dem Abend, dass ich da nochmal eine andere Strecke mir raussuche, vielleicht flachere Buhnen. Und dann mal schaue, ob die abends dann aktiv werden da. Strecke mal gewechselt. Die Buhnen sind nicht sehr tief, wahrscheinlich so mitteltief, laut Strömungsverhältnis und Lage in der Kurve des Flusses. Weil ich gemerkt habe, dass die eine tiefe Buhne von, wo es tiefer nicht geliefert hat, sondern weiter hinten drin. Dort hatte ich aber Seitenwind drauf und Schwierigkeiten, die Fische sicher zu haken, vor allen Dingen auf Distanz. Hier habe ich den Wind von vorne, das ist günstiger. Ja? Und deswegen mache ich das jetzt einmal und angle mich hier weiter durch. Oh, geil, ey. Ja. Trotz Wind konnte ich den Kontakt draußen halten.
Schwarze Punkte hat er. Haben die manchmal am Rhein, die Fische? Warum auch immer. Geil. Hab vorhin zwei, drei Bisse nicht gekriegt, weil ich auf Distanz einfach bei dem Seitenwind und Rückströmung keinen Kontakt drauf gekriegt habe beim Anhieb. So, jetzt kommt der Wind von vorne, geht's wieder besser. Und meine Krabbelbox habe ich wieder mit dabei. Ein paar Bleiköpfe drin, ein paar Kaulis. Und ich angle echt gern hier die helleren. Hier Violett oder Fischliebe im dunklen Kontrast hier auch noch. Aber das Dunkle, das mögen sie manchmal total. Auch halt in diesem hellmilchigen Wasser, wo die Fische auch diesen, die Zander auch diesen blassen, ja, diese blasse Färbung haben, da wirklich so einen dunklen Kontrast reinhauen. Ist es manchmal. Den haue ich mir abends noch ran. Und was mich auch mal zeigen muss, also man sieht ja hier aus wie Sau. Das geht bis zur Hose hoch. Aber beide. Alles voller diesen Schlamm hier von dieser Steinpackung. Also das ist wirklich nicht ohne. Aber gehört dazu, solche Kollateralschäden. Das ist was Ordentliches. Oh yes. Schöner Zander. Ja! Auf voller Distanz gebissen draußen im Wirbel. Ups. Und abgehakt. Da hing knapp. Hat sich den dunklen Köder gegriffen. Ein Rauchklitter. Ein schönes Tier. Da kannst du sehen. Geil. Wirklich geil. Was man so beim Erkunden alles entdeckt. Abend habe ich noch mal gewechselt auf ein Stück, was flach aussieht. Ne, das sind auch flache Buhnen. Wieso bleibe ich nicht an den Stellen, wo ich gefangen habe? Weil da war ja Fisch. Du musst verstehen, dass du dem Zander immer hinterher angeln musst. Jahreszeitenmäßig, pegelmäßig, auch tageszeitenmäßig, um wirklich immer permanent am Fisch zu sein. Genau das bekommst du auch im Zanderkan-Coaching gelernt, falls du bei mir Klient wirst. Obwohl ich die Stellen ja gar nicht kenne und auch deine Strecke vielleicht noch gar nicht dort war, kann ich die aber einschätzen. Und du wirst dann genau das umsetzen, was ich machen würde bei dir, obwohl ich noch nie da war. Und dabei lernst du dann, wie es funktioniert und noch die Feinheiten mit Köderführung und Verhalten vom Fisch. Deswegen zanderkan.de/Buchung, hol dir mal einen Termin für ein Erstgespräch, für ein Analysegespräch eigentlich, um zu schauen, können wir dir helfen, wie sieht es eigentlich bei dir aus, hast du es so gemacht, wo willst du hin? Und nochmal die Köder, das Gerät, verlinke ich nochmal in der Videobeschreibung, allen drum und dran. Und jetzt muss ich mich aber sputen, dass ich noch einen erwische. Und wenn nicht, sehen wir uns im nächsten Film. Jawohl, ganz flach jetzt abends. Und kein Kescher griffbereit, aber ich habe ihn. Zeit lassen. Dritte Nase noch sitzt. Geiles Ding. Geiles Ding auf dem Abend. Da hätte ich hier mittags wahrscheinlich nichts gefangen. Oh, geil. Ich glaube, Full House heute. Vielleicht zwei Plätze, wo ich mich vertan habe und schon mit einem schlechten Gefühl hin bin. Und die anderen Ecken haben echt alle geliefert. Das ist wirklich geil. Einfach den Fischen hinterher angeln. Abends mit UV-Aktivität im Köder auch gewechselt.
Ah, oh, bin ich happy. Aber ich wechsle nochmal auf den anderen flachen Kopf hier oben und hole ich mir nochmal den letzten und dann, bevor das Licht weg ist. Bestimmt klappt das auch noch. Sonne weg, graue Stunde heißt das bei mir. Und da wird das Licht eingeschaltet unter Wasser mit UV-Aktivität im Rücken. Kann man auch einen neongelben, neongrünen Köder nehmen, mache ich abends immer noch mal. Angel flacher und greller. Und das klappt immer wieder mal. Ne? Also vor allem jetzt, wenn sie noch mal richtig aktiv werden auf dem Abend. Nur festgehalten. Das ist frech. Absolutes Phänomen. Der war gar nicht gehakt, der hat wirklich nur hier zugeklemmt. Jetzt macht das Maul auf. Der hat so zugepresst, dass ich am Gummimaterial rausgedrückt habe. Hat nicht losgelassen, war nicht gehakt. Also das habe ich in ganz flachen Gewässern schon mal erlebt, wo sie schnell oben waren und schnell gekeschert wurden in der Nähe vom Boot oder so. Aber das... Ach geil, man erlebt immer wieder Sachen beim Angeln. Einfach machen, rausgehen, neue Sachen probieren, erkunden und dann erlebt man auch mal sowas. Vor den Füßen noch gebissen, jetzt hier auf den Reaktor noch. Letzten Büchsenlicht, ich habe sie echt am Wickel hier im Flachen jetzt. Und werde ich jetzt hier das genieße, den Abend, und dann zufrieden heimgehen nach so einem irren Tag wie heute. Beim Erkunden neuer Dinge, das immer machen, nicht die ausgelatschten Pfade, wo man schon gehört hat oder gesehen hat vielleicht irgendwo, dass da was geht. Nee, selber suchen. In dem Sinne, bis zum nächsten Mal und abschalten jetzt. Ich stehe auf diese ganze...